So, da sind wir auch schon wieder. Hallo. Willkommen zurück bei Mission 12. Dem Geisterschiff, glaube ich, heißt die. Ja. So. Und dem Wasserlevel. Ja. Einfach nur, um es später mal zu zeigen, hole ich mir jetzt mal die Fähigkeit hier. Okay. Die sieht richtig cool aus. Und noch ein lilaner Orb. Weil ich es kann. Gut. Ich glaube, die lilanen Orbs bekommt man in 1 tatsächlich nur im Shop. Hallo. Mehr Marionetten. Oh, die ist noch nicht besiegt worden. Und die haben unterschiedlich viel Leben. Oh. Boah, ich glaube, das ist das, was bei dem Spiel für mich am krassesten ist. Dass man keine Lebensanzeige zu den Gegnern hat. Das brauche ich irgendwie. Ja, man kriegt damit nach einer Weile das Gefühl für. Weil, ich meine, ich habe ja auch The Forest gespielt und dann haben die Gegner auch keine Lebensanzeige. Ja. Rote Orbs. Ich bin wahrscheinlich zurzeit einfach sehr verwöhnt, was Lebensanzeigen und so angeht. Wegen WoW. Oh, da hab jetzt mein WoW verlängert. Mhm. Das ist halt wieder auf ein halbes Jahr. Und dann hat mir Blizzard so eine Umfrage geschickt. Ich denke so, oh ja, hier macht bei der Umfrage mit, weil ich wirklich ein Fan von Umfragen bin. Und allgemein auch Marktforschung und so. Finde ich. Ach du Scheiße. Raus, raus, raus! Oh Gott, ist das furchtbar. Brauch erst die Waffe. Vorher brauche ich da unter Wasser nicht viel machen. Also ich brauche zum das Glück ist auch mit so. Mit der Kiste? Die kann man nicht aufmachen. Achso. Achso, weil Waffe ist sonst oben? Die liegt hier irgendwo rum. Dann geh mal. Ja, da geht's ja noch, die sind ja über Wasser. Ich mag Umfragen, weil auch so. Zur Marktforschung die sind ja meistens anonym. Und helfen so Sachen einfach. Ich muss gleich wieder gucken, wie die Technik überhaupt ging. Ja, okay. Also helfen halt bestimmte Sachen rauszufinden, so was wollen die Kunden, was wollen sie nicht. Und ich hatte halt, weil ich immer noch vorhabe, einen Podcast zu starten, eine Umfrage zu Bioprodukten gemacht und deswegen denke ich so, okay, wenn ich eine Umfrage kriege, dann versuche ich die mitzumachen. Und ich habe dann die Umfrage verkackt und mich getäuscht. Ach ja, ich muss ja, ich muss danach nochmal den. Ich habe keine Ahnung, welcher von den beiden das ist. Muss ich gleich nochmal gucken. Da liegt die Waffe. Da ist die Waffe. Sie leuchtet so schön. Das Nadelgewehr. Ah. Ich gehe trotzdem nicht da nochmal unten hin. Das möchte ich euch ersparen. Das ist grauenhaft. So. Kann ich irgendwas kaputt hauen? Ich kann die viel zu wenig kaputt hauen. Was ist mit dem X? Achso, die Tür, da komme ich noch nicht durch. Okay. Ach, ich glaube, wenn ich das anspreche, kommen Gegner und ich müsste erst ein bisschen. Oh ja, man sieht auch direkt hier, was für ein Gegner. Hier liegen die Sensen. Oh, ja. Ich nehme mir schon mal die. Okay. Ich finde es witzig. Zurzeit haben wir sehr viel, was Wasser, Boot und so angeht, ne? Jetzt hier in Devil May Cry auch noch. Dann Monkey Island, dann Raft. Ja, gut. Devil May Cry hält sich sehr an Grenzen. Ja. Zum Glück. Es ist ein Zeichen. Wir müssen ein Boot holen und auf dem Meer leben, wo es garantiert Internet gibt. Ja, ganz bestimmt. Hast du das, also, habe ich das richtig mitbekommen, dass Elon Musk Satelliten in die Umlaufbahn schickt, damit man in Zukunft überall Internet haben kann? Ja. Der Typ ist so cool. Wenn es funktioniert? Wärst du mir böse, wenn ich Elon Musk ein BH schicke? Kommt drauf an, welchen. Es gibt ein paar, die würde ich zu sehr vermissen. Ich glaube, es wäre auch sehr merkwürdig. Der Typ ist auch verheiratet, oder? Ja, ja. Ja. Also nicht zum ersten Mal vor allem, aber. Ich war einmal auf einem Konzert, wo jemand ein BH auf die Bühne geworfen hat. Hm. Willst du erst durchlesen? Ja. Es ist fest verschlossen. Hier steht etwas. Ich bin das Schiff, das die wandernden Seelen auf dem Rand der Unterwelt befördert. Beschütze das Schiff und du sollst die Feuer von St. Elmo erhalten. Elmo.
Das war der Rote von der Sesamstraße. Egal. Auf. Ich wollte eigentlich wegen der Umfrage weiter erzählen. Auch schon. Das musste ich jetzt aussehen, du kämpfst, weil du da nicht aufpasst. Aha. Nee, ich hatte halt von Blizzard einen linken Umfrage bekommen und dachte, oh yay, ich mach da mit. Und dann hatte ich mal wieder einen Anfall von Legasthenie und sollte halt bewerten, wie toll ich WoW finde, als Battle of Azeroth oder so heißt das. Ja, ja. Au. Und dann wollte ich halt sagen so, ja, gefällt mir sehr gut, aber auszusehen angeklickt, finde ich total scheiße. Weil halt da stand, irgendwie... Ja, bring's mal hoch hier. Irgendwas war da, wo ich mich verlesen habe. Und dann habe ich das gesehen und dann habe ich aber schon auf Weiter geklickt, bis als mir das aufgefallen ist. Dann wollte ich dann zurück, dann ging es nicht mehr zurück und dann habe ich die Umfrage neu geladen. Und dann hieß es, du hast an der Umfrage schon teilgenommen. Und dann habe ich mich sehr schlecht gefühlt. Hast du ihn jetzt besiegt? Ja. Hm. Ach, die Sachen fallen noch langsam runter, das ist auch gut. Mhm. Es kommen, glaube ich, noch mehr Gegner, weil die Tür ist nicht offen. Es fährt los. Ach so, stimmt, hat sie auch gesagt. Hübsche Höhle. Dante ist verwirrt. Das sieht echt cool aus. Du alter Bastard. Ich hab mich gerade tatsächlich erschrocken, dass er an mich loskommt. Na komm her, du fetter Truthahn. Jetzt ist mir übrigens auch mal aufgefallen, wo die ganzen Schnäbel sind. Ja, die sind so im Kreis angeordnet und bilden einen großen... Ja, und dann öffnet er den Mund wie bei dem Viech von Stranger Things, Demon Gorgon. Ja, sehr aufschlussreich deine Beschreibung. Ich hab gesagt, wir Stranger Things. Tut mir leid, Leute, wenn ich der Stranger Things gucken. Kannst du hier jetzt verdammt nochmal runterkommen, Junge? Macht ihr eigentlich dieses Blitzzeug die ganze Zeit Schaden? Nee. Warte, sind das zwei? Nee. Also das fliegt die ganze Zeit auf mich zu, aber... Boah, jetzt lande, Junge! Kannst du einen höher springen und dann von da aus anpassen? Ah, jetzt landet er. Bang! Was ich vor dem letzten Kampf mit meinem erzählen war, dass ich einmal ganz ins Netz habe, wie ich ein DH auf die Bühne geworfen habe. Und der Sänger hat das hochgenommen und normalerweise kriegen die Leute keine DHs auf die Bühne geworfen, sondern eher wo. Tücher, Dinger, wo alle unterschrieben haben. Und dann wedelt der das voll herum, bis es so hängen lässt. Und dann fällt auf, dass es ein BH ist. Und dann hat man gesehen, dass dem das ein wenig unangenehm war und hat seinen Schlagzeuger gegeben. Weil so, komm, es war ein riesen BH. Nur deswegen komme ich überhaupt darauf, BHs an Leute zu verschicken. Hau ab und komm nicht wieder! Die Tür ist offen. Ja. Jetzt kommen wir in die Kajüte des Captains. Oder auch nicht. Oder auch in die nächste Mission. Ja. 700 Orbs, nicht schlecht. Und nochmal 200. Ne, 350 mittlerweile oben drauf. Stimmt. Je weiter man im Spiel kommt, desto mehr bekommt man für den Eck. Ja, dann. Speicher an. Nächste. Können wir direkt weitermachen, ne? Ja, aber hier wir sind bei 10. Ja, weiter. 10? Ja, okay. Mission 13, Abgrund. Finde einen Ausgang und entkomme von dem Schiff. Oh, es bewegt sich die ganze Zeit. Oh nein. Ah. Stab des Hermes. Es ist dekoriert mit zwei Schlangen, die um den Stab gebunden sind. Stimmt, und das Schiff geht unter. Oh.
Oh Gott, das wackelt. Ja. Oh, jetzt kommt erst das richtige Unterwasser-Level. Jetzt kommt das richtige Unterwasser-Level, ja. Oh. Dann muss ich gleich direkt Waffe tauschen, ne? Ja, genau. Nee, Mist. Die Nadelpistole. Ach so. Die ist automatisch ausgerüstet unter Wasser. Ah, okay. Das sieht aus wie ein Ausgang. Hä? Ach, weil das unter Wasser zeitversetzt kommt, hat er erst später den Schaden bekommen. Durchdacht eigentlich. Ja, genau, die sind etwas lang. Das Zielen ist ein bisschen pain in the ass. Was dafür, dass es ein Unterwasserlevel ist, noch einigermaßen betragbar und von der Länge her. Nein, doch nicht auf den! Au. Oh, gleich jetzt raus. Ups. Huch. Okay, das war jetzt schnell. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen blauen Orb oder so übersehen. Ja. 800 Bonus-Orbs nehme ich. Ja. Heute ist euer Glückstag. Noch eine. Mhm. Ja, die werden wir wahrscheinlich zwischendurch, aber dann unterbrechen. Oh Gott! Immer noch unter Wasser. Ja, nicht. Oh, der Abschnitt. Ich erinnere mich, glaube ich. Erwischt. Je, noch ein Fragment. Ja. Boah, ich habe ja eigentlich vor, auch mal die alten Tomb Raider-Sachen zu spielen. Aber ich bin furchtbar darin. Willst du die nicht lieber spielen? Ich würde die neuen eher spielen. Ich muss mir einfach die Steuerung angucken, dann kann man ja mal gucken. Dann sieht man einmal schlechtes Gameplay von den alten und gutes Gameplay von den neuen. Gut, bin ich auch nicht. Ja, aber jeder Mensch ist besser als... Okay, nicht jeder Mensch. Ich kann mir gut vorstellen, dass meine Mutter schlechter ist als ich. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass deine Mutter schlechter ist als ich, was Game angeht. Und meine Schwester auch. Ja, vermutlich. Siehst du, so schlecht ist es also gar nicht. Ja, ich bin besser als Non-Gamer. Nein. Ja, komm. Mission 14. Tiefe Dunkelheit und hohe Berge. Geh an die Oberfläche und Richtung Museum. Schauen wir mal, was können wir uns noch... Stinger Level 2. Ja, doch, das wäre nützlich. Hattest du jetzt diesen Air Raid schon gezeigt gehabt, mal? Nee, ich warte noch auf eine vernünftige Gelegenheit, wo ich auch ein paar Gegner habe. Okay. Stimmt. Oh, das sieht aus, als ob da gleich Fallen oder so aus dem Buch kommen würde. Ja, aber erst gleich. Okay. Schade. Wahrscheinlich später. Ja, stimmt. Ja, später. Entschuldigung fürs Gehen. Alles gut. Oh ja, das geht jetzt weit. Hm. Oh. Hier steht etwas. Wo? Wo steht hier was? Auf dem Schild vielleicht? Wahrscheinlich. Das resonierende Emblem soll das Siegel des Schildes vernichten. Emblem-Schild. Schild. Ein kleines Schild. Das Emblem hat die gleiche Form wie das, das die Tore des Kolosseums versiegelt. Der Arm vom Skelett scheint eine Art Hebel zu sein. Soll ich ihn drücken? Nein, bloß nicht. Vor einer Stachelwand ist bestimmt eine gute Idee. Oh Gott.
Ja, ich muss da hoch. Okay. Die Falle hat sich aktiviert. Aber du musst mal, ich muss den alten PC wieder aufbauen. Und dann musst du mal Prince spielen. Also Prince of Persia, den allerersten Teil. Ich bin gespannt, wie weit du kommst. So, hoch hier. Ja. Keine Lust mehr auf Keller. Ah, da sieht es wieder sehr schön aus. Kann ich hier hinter? Ich bin enttäuscht, wenn hier jetzt nichts ist. Das ist ein Wasserfall. Warte, kann man da rein? Da hoch? Da ist doch irgendwas, oder nicht? Ja, sieht so ein bisschen so aus. Hä? Ja, da ist was. Ich kann es nicht benutzen. Oder ist es einfach nur ein Stein oder so? Wahrscheinlich. Ah, da oben ist was. Da oben ist was. Muss man nur erstmal hinkommen. Ja, ja. Nein. Kannst du. So. Nee, so. Ich hätte jetzt gesagt, ob du da auf die Mauer springen kannst? Auf das kleine Stück hier unten? Nein. Und von da dann halt da hoch, hätte ich gesagt. Hm. Nee. Egal. Ehrlich? Aber ich komme hier hoch. Ah, auch sehr schön. 3 von 4. Gut. So, das reicht nicht, aber. Schade. Aber das. Naja. Egal, da lasse ich ihn da. Irgendwas. Hi. Runter. Runter. Ich habe jetzt letztens in Saar gesehen, dass Frankreich an den Atlantik ankommt. So, komm. Ah ne, ich habe noch nicht. Ich habe voll die tolle Idee. So, wir müssen erst reich werden. So richtig stinkreich. Wie? Keine Ahnung. Wir verkaufen uns. Ja, kannst du gerade einmal kurz die Klappe halten. Oh, ich dachte. Wegen das Video ist eher raid. Ach, dann kriegst du auch Flügel und so ein Scheiß. Ich habe Flügel, immer, wenn ich den Devil Flügel habe. Aber dann benutzt du sie auch. Genau, dann benutzt du sie. Au. Du gehst mir ein bisschen auf den Sack, Junge. Ja, du bist doch ein bisschen am Leben verlieren. Ist er langsam tot? Kann er langsam mal sterben? Ja. Hoffentlich droppt er jetzt Leben. Das hoffe ich auch. Ja, wenigstens ein bisschen. Ja, ich kann gleich noch ein bisschen regenerieren. Ich habe Devil Trigger voll. Oh, da ist noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. Das sind viele Türen. Ja, genau, hier. Oh, man kann da ganz runterspringen. Ja, ja, außer hier nicht. Da. Oh, das sieht schön aus. Ja, das stimmt. Die Sonne und so. Ich stelle mich hier nochmal hin. Das ist voll hübsch. Thumbnail. Yes. Erstmal hier rein. Erstmal die weniger. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, wir machen jetzt vielleicht eine kleine Pause und spielen in der nächsten Folge weiter. Hilf. Ja. So. Hier. So. Weil wir sind ja schon fast bei 20 Minuten grade. Und so. Ja. Ich stehe hier doch schon. Ja. Dann? So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.